eine ganz kurze Info vorab, Leute. Ich dachte, dass das Video erst am Dienstag kommt, denn ich hatte eine Folge für heute, für Samstag gefilmt. Aber die File ist kaputt, Leute. Ich hatte echt mega Probleme. Ich hatte Rival Stars und Horse Riding Tales hatte ich gefilmt am gleichen Tag. Und da hatte ich ein Update gemacht von den Treibern, Leute. Und die File von Horse Riding Tales ist leider defekt. Ich bin da Level 15 geworden und bin rennen gegangen. Und es war eine mega tolle Folge, Leute. Sie ist aber kaputt. Ich kann sie nicht bringen. Und deswegen kommt heute schon die Folge von Dienstag. Das heißt, wundert euch nicht, dass ich euch hier von der Folge erzähle, die eigentlich Samstag kommen sollte. Es tut mir mega leid, dass die File nicht da ist. Und deswegen bin ich jetzt auch schon quasi Level 16. Also ich bin von Level 15 auf Level 16 gekommen. Und ja, mega, mega schade, Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute wieder Horse Riding Tales. Ich sitze hier auf Fluttershy. Ich bin gerade das dritte Rennen von 5 gegangen, das wir für unser Auftragslevel brauchen. Ich freue mich gerade schon so mega, Leute, denn ab Level 16 können wir das hier alles herstellen. Das und das. Und ich glaube, das auch. Das geht erst ab Level 17 und das ab Level 19 und das auch und das auch. Aber das alles geht ab Level 16 und ich freue mich sehr, weil das gefällt mir viel besser wie die Sachen davor. Wobei, jetzt wird es langsam immer besser, Leute. Oder was meint denn ihr? Die Sachen werden immer, immer, immer cooler. Und wir hatten ja schon festgestellt, dass mein VIP-Sattel, den ich habe, besser ist wie alle anderen Sättel. Der einzige Sattel, der gleich gut ist zu meinem VIP-Sattel, ist der Sattel auf Level 37, was ehrlich gesagt super krass ist. Bevor wir aber, wie gesagt, losgehen, ich habe so viel Spaß gehabt beim letzten Mal mit dem Cross Country Diamond Cup und ich möchte den gerne auch wieder gehen. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich möchte mit Fluttershy gehen. Macht das einen Unterschied? Oh ja, das macht voll den krassen Unterschied. Er hat viel mehr, aber er hat jetzt gerade keinen Sattel dran. Das ist die Schwierigkeit jetzt gerade. Ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Unterschied macht, weil er hat nämlich gerade ein Blanket dran, um sich zu regenerieren. Dann gehen wir mit Applejack, Leute. Dann geht's los mit dem Rennen. Jetzt habe ich vergessen zu springen, Leute. Ich habe vergessen zu springen. Nein! Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wann ich immer springen muss. Da ist nochmal Fluttershy, Leute. Da ist nochmal Fluttershy. Hä? Hallo? Warum kann ich jetzt nicht mehr driften? Es ist alles broken, Leute. Es ist alles mega broken. Yay! So, jetzt klappt's wieder. Jetzt klappt's wieder. Ich habe hier so ein paar Schwierigkeiten mit dem Driften. Wir probieren es gleich nochmal. Jawohl, jetzt geht's wieder. Okay, wunderbar. Oh Gott. Das wird dieses Mal nicht so gut wie das letzte Mal. Leider. Ich habe es dieses Mal irgendwie gefühlt nicht so gut im Griff. Als wie das letzte Mal. Ich kann irgendwie auch gar nicht so viel sprechen jetzt gerade. Oh mein Gott, wir brauchen 70. Oha, Leute, 70 ist schon krass. Aber der Diamond Cup, wir haben da, glaube ich, letztes Mal 1750 bekommen. Aber wir waren auch unter den Top 150, glaube ich. Da ist es natürlich dann nochmal ein bisschen was anderes. Oha. Okay, ich hätte hier in der Mitte, glaube ich, durchspringen müssen. Oh, das war gut. Das war nicht, es war zumindest nicht vollkommen schlecht wie das hier jetzt gerade. Ich glaube, ich muss das ein bisschen im Off einfach auch probieren. Dass ich da einfach ein bisschen besser klarkomme. Yes, das war besser jetzt wie das letzte Mal. Das habe ich letztes Mal überhaupt nicht hinbekommen. Macht ihr das eigentlich jeden Tag, solche Rennen? Ich meine, das ist halt wie in Star Stable. Ich habe mich da gestern mit der Blackie und da, oh Gott, das war viel zu viel gedriftet. Mit der Blackie gestern unterhalten. Es ist halt jemand, der das jeden Tag geht, der kennt das auswendig und kann das dementsprechend auch gut. Und jemand, der das halt nicht so häufig geht, der hat halt einfach grundsätzlich Pech gehabt. Okay. Aber das ist, glaube ich, oh nein. Nein, 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 da lang. Das ist aber, glaube ich, die gleiche Strecke,
Yes! Ich glaube, das ist die gleiche Strecke wie letztes Mal, die wir schon gegangen sind. Ich hatte heute mega krasse Probleme und bin in der Position auch mega runtergerutscht. Und zwar in der Position 210. Wir haben 1150 Gold bekommen und 40 Äpfel. Aber Leute, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Dann gehen wir unser erstes Rennen, um Level 16 zu werden. Wir nehmen Applejack. Rainbow Dash ist immer noch am Auf... Wow, das sieht so toll aus, Leute. Das ist jetzt, es ist jetzt neu hier. Ich weiß nicht, ob das automatisch bei Level 15 neu ist, weil wir sind jetzt in der neuen Halle. Wir sind jetzt in der Halle hinten und nicht mehr in der Halle ganz vorne. Das ist die Halle quasi überhalb, also nicht ganz hinten, wo man die Flugstunden macht, sondern die Halle quasi neben dem Fluss direkt. Oh Gott, das habe ich furchtbar schlecht beschrieben. Aber ja, Rainbow Dash, der braucht gerade nochmal seine Energie zurück. Dem habe ich sein Blanket angezogen. Und oh nein, jetzt geht schon die Musik los, Leute. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut für euch, denn wir haben dieses Wochenende das Festival am Fluss. Ich konnte gestern gar nichts filmen, gar nichts. Ich wollte eigentlich gestern noch SSO filmen, das habe ich heute Morgen dann gemacht. Heute ist Samstag, falls ihr euch fragt. Denn es ist so mega laut, wenn die anfangen zu spielen. Die Bühne ist direkt neben unserem Haus und man hört quasi jeden einzelnen Klang von der Musik. Und ich hoffe jetzt, dass es nicht gerade so laut ist. Die fangen jetzt gerade erst an zu proben. Und ja, ich hatte mich jetzt beeilt, dass ich bis Nachmittag alle Sachen aufgenommen hatte, die ich heute aufnehmen wollte. Aber gestern haben sie um 17 Uhr angefangen, jetzt ist es, glaube ich, erst 15 Uhr. Und ich höre schon die ersten Töne draußen, Leute. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ich habe jetzt alle Fenster zugemacht. Jawohl. Also bis jetzt haben wir das eigentlich ganz gut gemacht. Ich habe aber jetzt schon wieder auch bei Rainbow Dash nur 2 Sterne bekommen. Letztes Mal konnten wir das Ganze ja fixen, indem wir den VIP-Sattel hergenommen haben. Dieses Mal hat es leider nicht geklappt. Vielleicht hat jemand von euch wieder einen Tipp, weil ihr habt irgendwie immer die besten Tipps und helft mir, oh Gott, war das knapp, und helft mir immer, meine Championate zu gehen. Und wir brauchen, oh Gott, wir brauchen noch relativ viele. Jetzt muss ich mich ein bisschen anstrengen, dass wir das jetzt auch gut hinbekommen, dass wir zumindest unsere 2 Sterne bekommen. Weil ich bin schon 3 Rennen im Off gegangen, weil es wird ja mega langweilig, wenn ich jetzt 4 Rennen hintereinander gehe und ich möchte gerne jedes Mal ein Level abschaffen, wenn ich filme, weil das, ich finde es immer so cool und ich freue mich immer so bei einem Level up. In der letzten Folge hattet ihr ja leider keinen Sound, keinen Spielsound, was sehr, sehr schade ist. Also das, was für euch quasi am Samstag gekommen ist, ist das Video. Aber jetzt soll es wieder klappen und Spielsound ist wieder on fleek, Leute. Oha, eins noch. Das, glaube ich, haben wir gut hinbekommen. Yes! Ja, wir bekommen im Moment nur 3 Sterne. Nein, jetzt haben wir 2 Sterne. Jetzt haben wir doch 3 Sterne bekommen. Oh, nice! Warum habe ich denn jetzt gerade eben mit Rainbow Dash nur 2 Sterne bekommen? Weil ich glaube, oder habe ich es mir eingebildet? Leute, wir gucken gleich nach. Er ist noch nicht ganz wieder fit. Wir packen ihm aber auf jeden Fall schon mal eine Decke drauf. Dann ist er wieder happy. Wir nehmen den VIP-Sattel und gehen unser nächstes Championat. Rainbow Dash und gehen Tier 53. Oh Gott, 53. Wir sind schon bei Tier 53, Leute. Für mich ist es noch absolut überhaupt nicht lange her, dass ich Tier 1 gegangen bin, ehrlich gesagt. Also Tier 1 ist noch nicht so lange her, oder? Ich weiß nicht. Aber dieses Spiel macht mir auch so viel Spaß und ich versuche mich eigentlich immer jeden Tag einzuloggen, nur das mit dem Einloggen, das funktioniert nicht. Ich habe mich gestern eingeloggt und es hat wieder bei Tag 1 angefangen, obwohl ich mich 2-mal eingeloggt habe. Also, ich habe es nicht ganz verstanden mit der Einlog-Taktik, Leute. Und ich war genau vor den 20 oder 40 Gems oder so und dann zack, wieder Tag 1. Das ist mir jetzt schon zum 3. Mal passiert, was mega traurig ist. Meine Gems gehen einfach nicht nach oben. Es ist einfach super sad.
Wir haben wieder 18, das sollten wir aber auf jeden Fall schaffen eigentlich, oder? Ich hoffe, ich kriege jetzt auch wieder 3 Sterne. Jetzt habe ich vergessen nachzugucken, ob wir beim letzten Mal 3 Sterne bekommen haben, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und ich habe letztens mal wieder ein Video gesehen von... Oh, ich weiß gar nicht, von, ich glaube von Fabi war es, von Horse Riding Tales. Und der spielt ja am Handy, beziehungsweise am Emulator. Und oh mein Gott, die Grafik ist so ein krasser Unterschied, Leute, zwischen Steam und dem Handyspiel. Aber es ist ja klar, das ist ja zum Beispiel auch bei Rival Stars und Farlab der Fall. Ich spiele ja Rival Stars, das ist ein Handyspiel. Und die Kadi, die spielt ja Farlab auf der PlayStation 4. Und der Unterschied ist einfach so heftig in der Grafik einfach, ne? Aber am Ende des Tages braucht ja eigentlich normalerweise ein Handyspiel nicht so hohe Grafik, weil Handys sind ja maximal am Tablet spielbar und da reicht die Grafik, aber Leute, Steam-Version ist einfach beste. Beste! Und ich finde, es geht auch super einfach, das Pferd und den Reiter auch hoch zu leveln. Es macht mir einfach richtig viel Spaß, das Spiel. Und das Einzige, was ein bisschen länger dauert, ist quasi, wenn man immer farmen muss. Aber ich mache das eigentlich immer so nebenbei. Ich habe meistens so mein iPad unterhalb von meinem PC stehen. Nicht unterhalb von meinem PC, sondern unterhalb von meinem Monitor stehen. Und dann gucke ich mir YouTube-Videos an oder Twitch-Streams oder so. Und dann farme ich dabei einfach ein bisschen. Das ist eigentlich die beste Sache, so wie ich es immer mache, dass ich genug Sachen zum Farmen habe. Das haben wir gut gemacht. Wir hatten keinen einzigen Fehler. Mir ist schon tatsächlich toi, toi, toi. Muss ich gleich klopfen, Leute. Jetzt, wir haben auch 3 Sterne bekommen. 92 Äpfel. Das moke doch. Chloe Strider, something terrible. A horse got separated from its family. I believe you could help. Also, ein Pferd oder vielleicht sogar ein Fohlen ist irgendwie separiert worden von der Familie. Und wir müssen helfen. Wir sind Level 16 und haben es geschafft. Rescue an abandoned horse. Okay. Oh Gott, Leute, es wird so laut. Ich hoffe, ihr hört den Bass jetzt nicht so laut. Ich verstehe das nicht, warum die jetzt schon anfangen. Es ist gerade mal 3:30, Leute. Das ist echt ein Problem. Jetzt ist es mega laut. Es tut mir mega leid, falls ihr das jetzt gerade so laut hört. Ich möchte aber natürlich noch meine Quest hier abschließen. Ist es das Pferd? Das holen wir jetzt sofort, Leute. Natürlich holen wir das jetzt sofort. Wir fliegen los. Und müssen, glaube ich, darüber, oder? Ja, ich glaube, wir müssen hier rüber. Haben wir das Pferd hier drüben irgendwo gesehen? Ich glaube schon. Vielleicht auch nicht. Wo hatten wir denn das Pferd gesehen? Da ist es. Ich habe es gefunden, oder? Habe ich es gefunden? So, dann steigen wir mal ganz kurz ab und gucken, ist das das Pferd, das wir suchen? Inspect. Oh mein Gott. You moved too fast and the horse ran away. Warum denn? Ich habe gar nichts gemacht. Build stable for Epic. Okay. I like this horse. Oh, danke schön. Dann haben wir eine neue Quest bekommen und zwar Build Stable for an Epic Horse und ich glaube, wir haben auch neue, oh ja, wir haben auch neue dazu bekommen. Das ist immer so ein bisschen schade, weil da muss ich immer Kohle ausgeben, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Das finde ich immer so ein bisschen... Dann dauert es auf jeden Fall 30 Minuten. Dann hätte ich das Let's Play auf jeden Fall auch für heute dann gleich beendet, weil die Musik wird jetzt gerade mega laut. Ich hoffe, ihr hört es nicht so heftig, Leute. Und dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!